Und wie sagt so schön immer mein lieber George Fitoukas, Midorinum ist ein Mittel, das ganz besonders gut für Griechen passt. Weiß ich nicht, wie viele Griechen ihr kennt, aber gerade so mediterrane Völker, sagen wir einfach mal so, oder so wie er sich das vielleicht so vorstellt, wie eben mediterrane Menschen im Vergleich zu eher nordischen Menschen sind. Okay, gut, Sabine. Da stellt sich wahrscheinlich darunter immer so vor, dass die Menschen, die im Norden leben, keine Passionen haben, keine Leidenschaften haben. Das kann ich allerdings nicht so unterstützen, obwohl man sich das meistens so vorstellt, als wenn es so wäre, dass Menschen, die im Süden leben, mehr Passionen leben oder mehr passioniert Dinge durchführen. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass es wirklich psychotische Eigenschaften sind, die dazu führen, dass jemand so leidenschaftlich sich einer Sache widmet, wie das Medorinum tut. Und das gibt es genauso bei Leuten, die im Norden leben, wie bei Leuten, die im Süden leben. Ich habe nur in beiden Bereichen gelebt und wenn ich mir so anschaue, was es hier so für Menschen gibt, die ich kenne, die absolut exzessiv irgendwelche Tiere sammeln. Ja, also wirklich auf die Art, Tieren helfen zu wollen, sie also von der Straße zu retten, sich dafür sehr stark einsetzen, dann auch nach Rumänien fahren und dort Projekte unterstützen, wo eben Tiere auf der Straße, also Hunde vor allen Dingen auf der Straße, auf die Straße sozusagen richtig weggeschmissen werden. Das ist eine absolut bewundernswerte Eigenschaft. Das ist etwas ganz Tolles, dass es Menschen gibt, die das tun. Und ich kenne eine Menge Menschen, die große Passionen leben für viele Dinge. Ich zum Beispiel habe eine absolute, so kann man das wirklich sagen, Wollust. Ich könnte, wenn ich mir Zeit hätte, den ganzen Tag stricken, weil ich total gerne mit Farben und Wolle und so weiter rumhantiere. Ich habe einfach viel zu wenig Zeit für solche Dinge. Ich sehe das aber, was da irgendwie für eine Leidenschaft in mir steckt und wie viel Spaß ich an solchen Dingen habe. Also Kreativität ist ein ganz großes Thema. Aber in einem Sinne von exzessivem Verhalten. Ja? Das ist etwas, was Medorinum macht, was für Medorinum so typisch ist. Das heißt also, das Exzessive von Medorinum oder von einer Persönlichkeit, die ja, an Medorinum erinnert, ist nicht unbedingt etwas Negatives, sondern das kann sich als etwas sehr Positives herausstellen. Aber es kann natürlich auch in eine Dimension übergehen, wo es dann auch wiederum negativ wird. Ne? Wenn man also tatsächlich jetzt eine Passion verfolgt, die exzessiv auslebt und dann ist das ganze Haus voll. Und dann kriegt man die nächste Passion, das ganze Haus dann damit voll, also dass dann tatsächlich so ein Messi-Haushalt daraus entsteht. Ich weiß nicht, ob ihr solche Sendungen mal gesehen habt, wo dann irgendwie einer kommt, der soll die Häuser von den Leuten entmisten, die also irgendwie Sachen sammeln. Das kann auch medorinisch sein, wobei wir so solche Geschichten auch bei Sulfur finden könnten. Die sind dann aber meistens wirklich auf eine Sache allein fixiert. Die sammeln dann also 50 Computer, an denen basteln sie rum. Nicht einer von denen läuft, aber sie haben das ganze Haus voller Computer stehen. Medorinum dagegen sammelt alles Mögliche, vergisst dann aber relativ schnell wieder die Leidenschaft dafür. Und das Ganze könnte sich auch so abspielen, dass es sich eben in ja, Liebesbeziehungen, ja, dass es auch in Liebesbeziehungen sich so abspielt. Also der Traumpartner jetzt mit einem Mal wirklich das absolut Wünschenswerte ist, mit diesem Menschen möchte ich mein ganzes Leben lang zusammen sein. Und dann absolut passioniert, tagelang eben auch durchgeschmust wird. Vor allen Dingen nachts werden die Medorinum-Patienten sehr aktiv und hyperaktiv. Und dann ist es aber irgendwann vorbei und dann ist eben auch die Glut verflogen und dann vielleicht wird nach dem nächsten gesucht. Also es ist nicht unbedingt ein sehr beständiger Charakter. Aber mit sehr viel Lebensfreude und eben mit sehr viel Passion. So habe ich also hier in dem Bild, was ich dazu selber gemalt habe, einfach den Begriff der Passion, der Begeisterung für zum Beispiel ja, irgendwelche Blumen, irgendwelche Tiere, etwas zu sammeln, riesig groß ist. Es ist eine ganz, ganz besonders große Verbesserung am Meer beim Medorinum zu erkennen.
Das sind tatsächlich Fälle wie zum Beispiel, dass dann zum Beispiel wirklich schweres Asthma besteht. Midorinum ist ein ganz großes Asthmamittel. Ich habe auch einen kleinen Fall mit Bronchitis, Asthma, die sich in Asthma weiterentwickelt jetzt für euch gleich. Wo dann aber der Aufenthalt am Meer mit einmal alle Symptome wegnimmt. Also eine wirklich deutliche Verbesserung am Meer würde einerseits auf Midorinum und andererseits auf Bromium hinweisen. Also insbesondere bei Asthma. Ne? Also bei Bromium sind es eben die Seeleute, die, solange sie auf See sind, geht es ihnen wunderbar. Wenn sie an Land kommen, Landurlaub haben und nicht am Meer sind, dann sind sie furchtbar krank und es geht ihnen wieder gut, sobald sie auf dem Meer sind. Und Midorinum hat eben auch eine ganz, ganz deutliche Verbesserung durch Meerwasser. Und wenn Pulsatilla zum Beispiel auch so gerne im Meer schwimmt, das ist etwas, was für Pulsatilla so schön auffällig ist. Die lieben das im Meer zu baden, im Meer sich frei zu bewegen, wie so ein, ja, wie so ein kleines Walross oder wie so ein kleiner Seehund oder so. Dann sind das auch die psychotischen Eigenschaften von Pulsatilla, die dazu führen. Andererseits natürlich auch die Kühle des Meerwassers. Ne? Wer Pulsatilla von euch kennt, weiß, dass eben auch gerade bei dieser Stauung, dieser Stase, die auch bei Pulsatilla vorherrscht, also auch der venösen Stauung, eben gerade die Kühle auf der Haut und die frische Luft und irgendwie kühles Wasser auch einfach verbessern. Die fühlen sich einfach wohler dadurch. Aber es ist eben auch wirklich das Meerwasser vor allen Dingen und das Schwimmen im Meer, was Pulsatilla eben auch besonders gut gefällt. Also auch die mögen es gerne im Wasser zu schwimmen. Vielleicht nicht, wenn es unter ihnen dunkel wird, wenn da diese Seetankflächen dafür sorgen, dass man den Boden nicht mehr sieht, das mögen sie nicht so gern, weil dann würde mit einmal so eine Urangst wieder in ihnen aufsteigen, ne? Die Angst vorm schwarzen Mann und so weiter. Aber da denke ich auch immer so an ja, die psychotischen Eigenschaften von Pulsatilla.